Hallo zusammen, wir haben hier heute von Toshiba das neue Windows 8 Tablet mit 8 Zoll Display, das Toshiba Encore, und wollen es euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Ja, bevor ich zum Tablet selber komme, gibt es wie immer ganz kurz einen Überblick, was ist dabei. Wir haben hier einfach schlichtweg ein Micro-USB-Kabel, gleichzeitig den Ladeadapter, der 2 Ampere Ausgangsstromstärke hat. Dann haben wir mit dabei eine Schnellstartanleitung, da ist dann auch noch kurz Garantieübersicht mit bei und der Lizenzcode für Microsoft Office 2013 Home and Student, was dort mit integriert ist. Und ansonsten haben wir hier das Tablet. Bevor ich so ein paar Details zeige, ganz kurz die Anschlüsse. Wir haben auf der Oberseite einmal den Micro-USB-Anschluss, der gleichzeitig Ladeadapter ist, was man halt beachten muss. Bei Windows 8 ist das halt nicht so wie beim anderen Smartphone oder ähnliches Gerät anschließen und es wird sofort erkannt am PC. Nein, wir haben hier dann die Möglichkeit mittels OTG-Adapter externe Geräte wie Drucker und anderes anzuschließen. Dann haben wir hier einen Micro-HDMI-Ausgang. Wir haben hier einen Kombi-Lautsprecher-Mikrofon-Anschluss. Ja, dann haben wir auf der linken Seite den Einschub für die Micro-SD-Karte. Wir haben auf der Unterseite die beiden Lautsprecher und wir haben auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter sowie die Lautstärkewippe. Auf der Rückseite finden wir dann im Grunde hier oben nur noch die Digitalkamera und wir haben auf der Front ebenfalls noch eine Digitalkamera. Ja, das Display ist 8 Zoll groß. Wir haben hier eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Im Inneren läuft ein Intel Atom Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher, der durch die MicroSD-Karte erweitert werden kann. Bluetooth, WLAN, GPS und so weiter ist alles mit bei. Und wie gesagt, wir haben hier ein klassisches Windows 8.1. Um euch das einfach mal kurz zu zeigen, wir können hier auch, na, wo ist der Desktop? Wir können hier auch ganz normal auf den Desktop wandern, sehen dann hier klassisch unseren Desktop, wie wir es beim Windows-Rechner zu Hause kennen, können hier dann ganz normal auch die Festplatte aufrufen, haben dann hier sozusagen die Festplatte, können dann ganz normal, wie am Windows-Rechner auch, unserem System zurechtfinden. Wir können Programme installieren, die können wir dann sowohl für klassisch Windows nutzen oder wie gesagt, wir installieren uns Programme aus dem Windows Store. Ja, im Grunde ist es das auch schon. Ich hoffe, das kleine Toshiba Encore hat euch etwas gefallen und bis zum nächsten Mal.